Es freut mich, wieder in Bremen zu sein. Das letzte Mal haben wir die Lesung unter Corona-Vorlagen hier abgehalten. Es war trotzdem schön und es freut mich immer wieder hier zu sein. Heute werde ich über mein neues Buch sprechen, Islam, eine kritische Geschichte. Ich werde euch erzählen, warum ich das Buch geschrieben habe und die wichtigsten Thesen, die es in diesem Buch gibt. Ich selber wollte vor vielen, vielen Jahren, als ich noch Student in Kairo war, wollte erfahren, wie die Geschichte des Islam ausschaut, und zwar von Mohammed bis heute. Ich wollte ein Buch haben, das diese Geschichte erzählt, und ich habe so ein Buch nicht gefunden damals. Dann kam ich nach Deutschland und habe Islamwissenschaften studiert, und ich habe am Lehrstuhl für Islamwissenschaften auch gearbeitet in Erfurt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt schon einige Bücher, die diese Geschichte erzählen, und die habe ich aus Interesse gelesen, und ich war gar nicht zufrieden mit diesen Büchern. Die einen haben den Islam entweder sehr verklärt oder verteidigt, und die anderen haben den Islam eher verteufelt oder nur die negativen Seiten dieser Religion und der Geschichte dieser Religion gezeigt. Und ich dachte, das reicht nicht, also beides ist irgendwie falsch. So eine Weltreligion kann man weder verklären noch verteufeln. Diese Religion ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern sie ist ein Kind der Weltgeschichte. Und genau das habe ich versucht in diesem Buch zu leisten, nämlich den Islam in die Weltgeschichte zu verorten und die Entstehungsgeschichte dieser Religion anschaulich zu erzählen, aber nicht bei der Entstehungsgeschichte bleiben, sondern weiter. Es gab eine sogenannte Blütezeit des Islam im Mittelalter, da wo es in Amerika eigentlich finster war, gab es eine Zivilisation, es gab eine sehr positive Entwicklung, was Philosophie und Wissenschaft angeht, und auch wirtschaftlich war die islamische Welt damals Europa weit voraus. Und ich wollte auch verstehen, wie es zu diesem Aufstieg kam, was waren die wirklichen Faktoren und warum diese Blütezeit sehr schnell wieder verblühte. Was waren die Faktoren des Abstiegs? Dann hat mich auch interessiert diese Wechselwirkung von der islamischen und der europäischen Geschichte und wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben, wie sie sich gegenseitig bekriegt haben, aber auch teilweise befruchtet haben. Dann wollte ich natürlich auch die aktuelle Situation behandeln in diesem Buch, nämlich wie steht es um den Islam heute und wie schaut der Islam in Europa oder im Westen insgesamt aus und welche Zukunftsprognosen dafür gibt. Ich kann natürlich heute im Vortrag nicht alle diese Fragen ausführlich beantworten, sonst würden Sie das Buch nicht kaufen und nicht lesen müssen. Und ich habe auch die Zeit dafür nicht. Aber ich werde schon einige Aspekte behandeln, und vielleicht während der Fragerunde können wir weitere Fragen beantworten. Wie ich gesagt habe, der Islam ist ein Kind der Weltgeschichte. Und der Islam hatte drei Väter oder vielleicht drei Mutter, je nachdem, wie man das betrachtet.
wenn wir von Zivilisationen und Kulturen sprechen, dann lieber von Müttern. Es gab die altpersische Kultur, es gab die byzantinische Kultur, christlich-byzantinische Kultur, und es gab die altarabische, vorislamische Kultur. Und der Islam ist nichts anderes als eine Mischung aus diesen ehemaligen Hochkulturen. Aber er musste diese Mischung schmackhaft machen für die Bedürfnisse der Araber, da wo der Islam entstanden ist. Man wird sehr viele Aspekte aus der persischen Kultur im Koran finden, es gibt viele Erzählungen auch über das Paradies und so weiter. Man wird das Christliche, vor allem das orthodox-christliche, aus byzantinischer Zeit sehr präsent im Islam finden. Und natürlich, man wird auch die altarabischen Sitten und Ritualen auch da finden. Und das war eigentlich die Genialität von Mohammed, dass er diese Mischung zustande bringen konnte auf arabische Sprache in einem Buch, das erste Buch, das es je auf Arabisch gab. Vorher gab es Arabisch eigentlich als eine einständige oder eigenständige oder selbstständige Sprache kaum. Es gab auch Arabisch nicht als eine schriftliche Sprache, sondern als viele Dialekte, die auch sehr unterschiedlich waren. In Südarabien hat man ganz anders Arabisch gesprochen, alles in Mekka und Medina, alles in Syrien und in Jordanien, da gab es auch arabische Stämme. Und erstaunlicherweise war die Sprache des Korans nicht die von Mekka und Medina, auch nicht von Südarabien. Die Sprache des Koran ist die Sprache von Syrien und von Jordanien, eigentlich vom Norden. Da, wo das Byzantinische Reich geherrscht hatte, da, wo die arabischen Christen auch viele Erzählungen über Jesus und über das Christentum gehabt hatten, da, wo die Idee der Apokalypse auch ganz gegenwärtig war. Und das hat auch Mohammed in den Koran fließen lassen, aber hat dafür die Methode der arabischen Poesie verwendet und nicht die Methode der syroaramäischen Liturgie. Ist der Islam zuerst als Religion entstanden? Das ist jetzt eine zweite Frage, die ich im Buch behandle. Ist der Islam zuerst als Religion entstanden und dann hat er ein Weltreich oder ein Imperium zustande gebracht? Oder war es eigentlich umgekehrt? Dass zuerst die Idee des Imperiums zuerst da war und dann die Religion im Zuge der Zusammenführung oder Vereinigung des Arabischen Reiches hat dann die Religion, ist die Religion entstanden als ein verbindendes Element, als integratives Element, um eine gemeinsame Identität zu haben. Wir haben die Situation im Christentum. Da gab es das Christentum schon 3 oder 4 Jahrhunderte, zuerst mal 3 Jahrhunderte lang. Da gab es das Christentum in der Welt als eine Minderheitsreligion. Am Rande des Römischen Reiches. Schon 3 Jahrhunderte nach Christus waren vielleicht bis 10 bis höchstens 11% der Bürger des Reiches, des Römischen Reiches Christen. Und das Christentum war nicht anerkannt und blieb auch als eine Minderheitsreligion. Und dann hatten wir einen römischen Kaiser gehabt, der eine geniale Idee hatte. Er brauchte eine gemeinsame Identität für sein Reich. Er wollte die Revolten und die separatistischen Bewegungen beenden. Das war Konstantin.
Er hat das Christentum anerkannt als eine Religion des Reiches, unter anderem. Und dann später wurde auch diese Religion zu der einzigen Religion im Römischen Reich deklariert. Und plötzlich konnte man damit sehr gut herrschen. Und die Minderheit war auf einmal die Mehrheit und hat die anderen Minderheiten unterdrückt. So ist es halt mit Minderheiten. Wenn Sie in der Situation einer Minderheit sind, dann sind Sie sehr oft unterdrückt und benachteiligt. Aber wenn Sie selber an der Macht sind, dann wissen Sie, sich nicht anders zu verhalten und bedienen sich den gleichen Mitteln der Unterdrücker, ihrer einstigen Peiniger. Im Islam haben wir eine ähnliche Situation. Und die Wissenschaft ist da gespalten. Einige Forscher gehen davon aus, dass der Islam zuerst entstanden ist. Und weil die Muslime so eifrig und so durstig waren, ihre Religion in die Welt hinauszutragen, dann konnten sie diese Eroberungswelle lostreten und die Welt erobern und den Islam in die Welt hinaustragen. Das ist eigentlich die meist anerkannte These. Aber es gibt auch andere, die sagen, nein, zuerst gab es die Eroberungswelle. Die Araber wollten raus aus der Wüste. Eigentlich die neuesten Forschungen gehen in diese Richtung. Es gab eine Hungersnot in Südarabien. Es gab eine Hungersnot in Südarabien, im Jemen. Und es gab viele Dürren. Und es gab einen Youth Bulge, also so ein Jugend, wie sagt man Youth Bulge? Jugendbauch? Oder? So, das heißt eine demografische Entwicklung, so, wo die Jugend in der arabischen Welt von damals war, da gab es einen Überdruss an Jugendliche. Es gab viele junge Menschen, die nichts hatten und nichts zu verlieren hatten. Und dann gingen sie hinaus in die Welt und haben eine Migration in den Norden, da wo das Byzantinische Reich ist. Und da geht man jetzt in den letzten Forschungen davon aus, dass zuerst diese Eroberungswelle mit diesen jungen Leuten, mit diesen jungen Arabern losgetreten war und dass sie zuerst gewisse Gebiete erobert haben und dass sie Monotheisten waren, zwar, aber die Religion des Islam war noch nicht geboren. Und erst ungefähr 90 Jahre nach Mohammed kam ein arabischer Herrscher namens Abdul Malik, der in Damaskus geherrscht hatte, und hat den Islam sozusagen neu erfunden. Es gab schon Ansätze, Anlehnung an das Christentum und Judentum. Die Idee des Monotheismus war da, die Ablehnung, die Idee von Jesus als Gott oder als Sohn Gottes, sogar die Ablehnung der Idee der Kreuzigung, war da vertreten bei vielen arabischen Christen, die sich vom Byzantinischen Reich nicht vertreten fühlten und eigentlich als Außenseiter im Reich galten, so wie die ersten Christen. Und sie haben sich mit den Araber zusammengetan, die diese Eroberungswellen los oder angefangen haben und haben die Konturen des Islams, die wir heute kennen, zustande gebracht. Und für diese These gibt es unglaublich viele Belege. Erstens, von der Zeit von Mohammed haben wir keine einzige Manuskripte, überhaupt gar keine
Belege, dass es eine Person namens Muhammad je existiert hatte. Wir haben keine Koranpassagen aus seiner Zeit, auch nicht aus der Zeit seiner Nachfolger, bis 80 bis 90 Jahren nach seinem Tod. Und das ist erstaunlich. Denn der Islam oder die Araber bis zu diesem Zeitpunkt, sie haben fast zwei Drittel der alten christlichen Welt schon erobert. Von Andalusien bis China waren die Muslime schon, haben ihr Reich aufgebaut. Und hier fängt man an, die Frage zu stellen, wenn die Araber so mächtig waren und so viele Gebiete kontrolliert haben, es gab damals schon Dokumente überall. Die Chinesen kannten das, die ägyptischen Kopten kannten das, die Syro-Aramäer kannten das, die Perser sowieso. Warum gab kein einziges Zeugnis davon, dass es eine Person namens Muhammad gab? Zumal die wichtigste Person, das Zentrum des Islam eigentlich. Warum haben wir keine einzige Inschrift des Korans aus der Zeit von Muhammad? Auch mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod nicht. Das ist ein Rätsel. Dann kommt noch ein anderes Rätsel. Man hat die Münzen aus der ersten arabischen Zeit untersucht und da hat man festgestellt, dass da christliche Zeichen drauf waren, dass der sogenannte Kalif oder Amir al-Mu'minin, also Anführer der Gläubigen, sich abbildet mit einem Kreuz. Und das konnte man nicht irgendwie verstehen. Eigentlich die Ablehnung des Kreuzes ist ein zentrales theologisches Motiv im Islam. Wie kann es sein, dass mehrere Kalifen hintereinander ihre Münzen mit einem Kreuz da legt. Also, ich eröffne das Buch mit dieser Frage, wie ist der Islam entstanden? Kam zuerst die Religion und dann das Imperium, das islamische Imperium, die Eroberungswelle? Oder kam zuerst der Hunger nach Macht und der Versuch, die Araber zusammen in einem Imperium zusammenzubringen und zu vereinen. Und dann kam die Religion dazu als ein vereinendes Element, als ein integratives Element. Und ich gebe da im Buch ein paar interessante Thesen dazu, noch, die ich heute noch nicht gesagt habe. Dann kommt der zweite Block. Wie kann es sein, dass eine Gruppe von Arabern, die nicht lesen und schreiben konnten, die die Welt nicht kannten, die eigentlich ob sesshaft oder Beduinen waren, nichts als der Wüste, als die Wüste kannten, wie kann es sein, dass sie innerhalb von kürzester Zeit eine Hochzivilisation zustande gebracht haben. Weltführend in Medizin, Philosophie, Chemie, Literatur, alles. Da gab es eine richtige Blütezeit. Woher kam diese Blütezeit? Die frommen Muslime sagen, das ist klar. Das ist der Islam, das ist die Frömmigkeit der Muslime, die mit Gewissenhaft gearbeitet haben und Lust darauf hatten, der Welt was zustande zu bringen in dieser Welt. Der Welt etwas zu schenken, sozusagen, hat der Al-Azhar-Sheikh mal erzählt, dass die Muslime der Welt
Zivilisation, Kultur und Humanität geschenkt hat. Nur als religionskritischer Mensch muss ich da aufstehen und sagen, Quatsch! Und zwar, bei jeder Religion muss man Quatsch sagen. Also keine einzige Religion hat eine Hochzivilisation zustande gebracht. Die Zivilisation hat gewisse Elemente, die zusammenkommen müssen. Und die Religion könnte eine Rolle dabei spielen. Aber wir reden von 10 bis 15 Elemente der Kultur. Da, wo die Religion überhaupt keinen Beitrag leisten kann. Im Gegenteil, vielleicht, wo die Religion den Prozess eher verlangsamen kann. Ich will die Leistung der damaligen Muslime im Mittelalter nicht schmälern, aber ich will nicht den Islam dafür verantwortlich machen. Wäre der Islam für diese Zivilisation von damals zuständig oder verantwortlich gewesen, dann wäre diese Zivilisation nicht in Bagdad und nicht in Cordoba entstanden, sondern in Mekka und Medina, wo der Islam entstanden ist, mitten in der Wüste. Das ist aber nie der Fall gewesen. Philosophie, Chemie, Medizin, all das ist nicht in Mekka und Medina, Geburtsstätte des Islam, entstanden, sondern in Bagdad und später in Cordoba. Warum gerade in Bagdad und in Cordoba? Und später in Kairo und später in Damaskus. Das sind alles ehemalige Hochkulturen, die mit viel Wissen aus ihren damaligen Kulturen gekommen sind und haben auch diese neue Zivilisation bereichert mit ihrem Wissen. Die ersten Übersetzer waren alle entweder Christen oder Juden, die die griechischen Werke ins Arabische übersetzt haben. Die ersten Ärzte waren alle ausnahmslos Christen, die damals im Persischen Reich, eigentlich vor dem Byzantinischen Reich, geflohen waren, weil sie Nestorianer waren und weil ihre Konfession nicht vom Byzantinischen Reich anerkannt wurde. Das waren die ersten Übersetzer und die ersten Ärzte und die ersten Wissenschaftler unter der islamischen Herrschaft. Die Zivilisation kam zustande, weil es einige neugierige arabische Herrscher gab, die jetzt, man sollte die Situation von damals mit der Situation von den Golfstaaten von heute vergleichen. Die Golfstaaten haben wahnsinnig viel Geld, und sie stehen zueinander im Wettbewerb. Wer baut den höchsten Turm? Ist das Burj Khalifa in Dubai oder Burj König, was weiß ich, in Saudi-Arabien? Oder ist es in Kuwait oder ist es in Bahrain? Nee, Katar will auch mitspielen und will auch einen Turm dann bauen. Wer kauft den besten Fußballer der Welt? Saudi-Arabien hat gerade Ronaldo gekauft für, was weiß ich, unglaubliche irre Summe. 260 Millionen Euro oder sowas. Es sind neugierige Leute, die viel Geld haben, die natürlich auch prahlen wollen, was sie alles zustande gebracht haben. Damals im 9. Jahrhundert in Bagdad war es nicht viel anders. Diese arabischen Eroberungen haben den Muslimen viel Geld gebracht. Unglaublich viel Gold und Geld und viele Gebiete, die unter ihren Kontrollen waren und hohe Steuern bezahlt hatten. Es gab auch Kopfsteuer, also die nicht Muslime waren, mussten mehr bezahlen. Und das ist ein Geldsegen. Und dieser Überfluss an Geld hat dazu geführt, dass man natürlich, ja, das war, man könnte nennen, frühislamische Dekadenz. So wie spätrömische Dekadenz, da gibt es auch frühislamische Dekadenz. Es gibt so viel Geld, was macht man damit?
dann baut man Gärten. Wer kann Gärten bauen? Ah ja, die Perser sind da sehr gut darin. Dann wollen wir Paläste, wer kann so schöne Paläste bauen? Ja, die Byzantiner ja, sind dafür bekannt. Ja? Holen wir Architekten, die Gärten bauen können, persische, christliche. Und so ist die sogenannte Hochkultur oder Zivilisation zustande gebracht. Und die Zusammenkunft mehrerer Kulturen in einem Mischkrug der Nationen funktioniert immer. Das hat damals Alexander der Große gemacht, als er in Alexandrien so viele Völker zusammengestellt hat. In der Levante, da hat er dann so viele Phönizier und Griechen und Perser. Und da ist eine Explosion des Wissens entstanden. Das ist normal. Und das war ein Riesengebiet unter Kontrolle der Araber von China bis Andalusien. Und da hat man von China hat man das Papier geholt. Und von den alten Ägyptern hat man gelernt, wie man auf Papyrus schreibt. Von den Persern hat man die Baukunst und von den Byzantinern gelernt. Die Berber, da konnte man die Seefahrt von ihnen lernen. Und wenn man über so ein Gebiet die Kontrolle hat, da nimmt man von hier und von da und von da und da entstehen natürlich Synthesen und entstehen Kulturen. Und eine Sache hat es damals im 9. Jahrhundert gegeben, die es heute kaum gibt in der arabischen Welt. Eine gewisse Freiheit. Freiheit der Forschung. Freiheit, das Leben zu genießen. Deshalb nannte ich das ja frühislamische Dekadenz. Damals war es gang und gäbe, also es gab in Bagdad im 9. Jahrhundert mehr Kneipen als heute in der gesamten arabischen Welt. Allein das erzählt Eis. Es war ganz normal, nicht nur für die Fürsten und so weiter in die Kneipe zu gehen, sondern der ganz normale Moslem damals ging in die Kneipe und hat Alkohol getrunken. Und die Scharia war außer Kraft gesetzt. Es gab im Palast des Kalifen in Bagdad einen Wettbewerb, regelmäßig, wo ein jüdischer, ein christlicher und ein muslimischer Dichter zusammenkamen und haben damals die Religion, die anderen Religionen geschmäht in bester Poesie. Richard Dawkins Foundation würde es gefallen. Und damals, man hat sich amüsiert, wie man in schöner Poesie eine Religion auseinandernehmen kann. So viel Freiheit gab es schon damals. Und manchmal gewann der jüdische Dichter, der das Christentum und den Islam niedergemacht hat, weil er die besten Argumente hatte und die schönste Poesie. Heute kann kein jüdischer Dichter das machen in der islamischen Welt, einfach weil es keine Juden mehr gibt. Die leben ja nicht mehr in der islamischen Welt. Auch ein muslimischer Dichter kann das heute nicht mehr machen. Salman Rushdie hat einen Roman geschrieben und wurde über 34 oder 33 Jahre später dafür bestraft, mit einem Attentat. Viele Dichter sitzen jetzt in den Gefängnissen in allen arabischen Ländern, nur weil sie so einen Hauch von Religionskritik gewagt haben. Also, die Hochkultur von damals ist nicht wegen des Islams, sondern trotz des Islams entstanden. Die Hochkultur von damals ist zustande gekommen, weil man aus dem Griechischen viel Wissen ins Arabische übersetzt hat. Und weil eine gewisse Freiheit geherrscht hatte für die Forschung, für die Philosophen. Die war nicht von langer Dauer, aber die war da.
Und das waren genau die Gründe, warum diese Hochkultur auch nach 2 Jahrhunderten wieder abgeblüht war. Weil der wahre Islam kam wieder zurück und sagte, also die Gelehrten haben gesagt, was ist das hier? Alkohol trinken, Kneipen, Tanz, Gesang, Musik. Das ist nicht der wahre Islam. Der Prophet war nicht gekommen, damit wir Gärten bauen und Musikveranstaltungen machen und Poesiewettbewerbe machen, sogar erotische Poesie. Poesie war damals, wow. Es gibt Texte aus dem 9. und aus dem 10. Jahrhundert, wenn man sie heute reden würde, da würden sie alles Biodeutsche erröten. Kann man heute nicht mehr schreiben, geschweige denn in der islamischen Welt. Es gab homoerotische Poesie vom Feinsten. Und das war alles erlaubt. Warum eine gewisse Freiheit und wie gesagt frühe islamische Dekadenz? Man hatte so viel Geld, man wollte das Leben genießen. Man hatte auch so viel Macht und war gelassen, hatte keine Angst, dass die eigene Identität irgendwie den Bach runtergeht. Aber dann kommen gewisse Krisen. Man verliert einen Krieg, wie etwa im 13. Jahrhundert gegen die Mongolen, die Bagdad zerstört hatten. Und dann kommen die Gelehrten und sagen, warum haben wir verloren? Und dann sagen sie, Alkohol, erotische Poesie, Philosophie und Chemie. Weil wir uns darauf konzentriert haben und weil wir den Koran vergessen haben, dann sind wir schwach geworden. Eigentlich war es genau umgekehrt. Als man sich auf die Philosophie und Poesie konzentriert hatte und die Religion vernachlässigt hatte, da gab es die Stärke. Da war man pragmatisch. Es spielte keine Rolle, ob man Jude oder Christ war. Hauptsache, man war nützlich. So sollte man nicht mit Menschen umgehen, aber war damals pragmatisch. Aber dann, wenn die Religion alleine herrscht, wenn die Religion alleine das Sagen hat, wenn die Religion die Beziehung der Menschen, der Beziehung der Menschen zueinander bestimmt, dann erstarrt die Kultur und verliert natürlich den Saft. Die Dynamik, die es in der Gesellschaft gab, war auf einmal nicht mehr da. Und dann fingen die Herrscher, die muslimischen Herrscher, sich vom Wissen abzuwenden und haben gesagt, es ist ja viel günstiger, wenn ich mich auf die Religion konzentriere, denn die Religion sagt, man sollte dem Herrscher gehorchen. Man sollte gegen den Herrscher nicht aufbegehren. Deshalb gibt dem Volk mehr Religion, mehr Aberglaube, mehr Mythen, mehr Angst vor der Hölle. Gibt den Armen mehr Trost, damit sie nicht auf die Straße gehen. Sag ihnen, dass das Paradies auf sie wartet und dass Gott die Armen liebt. Und es hat sich bewährt. Und so erlosch die Sonne der islamischen Zivilisation. Und so katapultierte sich diese Kultur in die Isolation. Und dann machte man die anderen dafür verantwortlich. Ganz kurz hat man die Mongolen dafür verantwortlich gemacht, aber kurz danach haben die Mongolen selbst den Islam angenommen und Dschihad im Namen des Islam betrieben. Dann konnte man ja die Mongolen nicht mehr irgendwie kritisieren. Dann, das waren die Kreuzritter. Die Kreuzzüge haben die islamische Welt zerstört, heißt das. Dabei, die Kämpfe während der Kreuzzüge waren so begrenzt und die Opferzahl von beiden Seiten war lächerlich. Also jede Menschenseele ist wichtig. Aber verglichen mit den Kriegen, die die Muslime gegeneinander geführt haben und die Christen gegeneinander geführt haben,
waren die Kreuzzüge nur ein Furz am Rande der Geschichte. Aber im Kollektivgedächtnis vieler Muslime sind die Kreuzzüge, das war der Grund. Das hat uns geschwächt. Dabei fand während der Kreuzzüge unglaublich viel Austausch, wissenschaftlicher Austausch, Warenaustausch. Es war nicht so alles düster, wie man da einseitig mal sagt. Während der Kreuzzüge, so einer der Kreuzzüge, wurde vom deutschen Kaiser Friedrich dem Staufer geführt. Eigentlich der ganze Kreuzzug verlief so friedlich, dass man miteinander verhandelt hatte und Waren ausgetauscht hatte. Und Friedrich der Staufer durfte sogar die Herrschaft über Jerusalem 10 Jahre lang geschenkt bekommen von dem muslimischen Herrscher Al-Kamil. Und war eine ganz friedliche Zeit und es gab viel Austausch. Und dieser Kreuzzug war dafür verantwortlich, dass die arabische Mathematik nach Europa gekommen war. Weil Friedrich der Staufer sich dafür sehr interessiert hatte, für die arabischen Ziffern und auch diese arabischen Zahlen. Und während dieser Zeit sind auch die Werke vieler arabischen Philosophen ins Lateinische übersetzt worden. Während dieser Zeit haben die Europäer angefangen, gewisse Gemüse und Dings dazu kennen, weil die Muslime jetzt den Weg nach Asien, den Handel nach Asien kontrolliert hatten. Also Auberginen, Artischocken und Reis und solche Sachen, die kannten die Europäer da damals überhaupt nicht. Die kamen im Zuge dieser Zusammenarbeit während der Kreuzzüge. Und dann gab es eine Zeit, der letzte Kreuzzug war ungefähr 1291. Weil im Kollektivgedächtnis vieler Muslime ist es so, dass es ist der Westen, der unsere Kultur kaputt gemacht hat. Es sind die Kreuze, die werden auch in einem Atemzug oft genannt. Es waren die Kreuzzüge und dann der Kolonialismus. Aber wenn man sieht, der letzte Kreuzzug war 1991 und der erste Hauch von Kolonialismus war 1798, der Napoleon-Expedition nach Ägypten. Das sind 508 Jahre dazwischen. Da kam Europa nicht einmal in der Nähe der islamischen Welt. Im Gegenteil, in dieser Zeit, da waren die Muslime selbst Kolonialherren in Europa. Ob in Sizilien, in Spanien oder die Osmanen auf dem Balkan und in Griechenland und Ungarn, Serbien. Die Türken haben all diese Gebiete kolonialisiert. Es ist politisch inkorrekt, das zu sagen, aber es war Kolonialherrschaft. Kolonialismus ist Kolonialismus. Es muss ja nicht ein weißer Mann sein, damit man das Kolonialismus nennt. Alle Kulturen der Welt haben Kolonialismus betrieben. Alle Kulturen der Welt haben Sklavenhandel betrieben. Eigentlich die islamische Welt ist da gar nicht so unschuldig, was Sklavenhandel angeht. Also wenn man die Zahlen der Sklaven, die die Muslime im Laufe ihrer Geschichte getrieben haben, verkauft haben und auch getötet haben, ist viel mehr als das, was Amerika und Europa zusammen je gemacht haben. Ja. Das ist aber, wenn wir darüber heute sprechen, das ist Tabu. Das können wir nicht sagen.
Nee, nur der weiße Mann war böse und hat den schwarzen Mann und die schwarze Frau erniedrigt und versklavt. Nee, beide waren Verbrecher. Ja. Aber weil der Westen heute so stark ist, die islamische Welt nicht mehr so, ja, wirtschaftlich so stark wie damals und nicht politisch dominant wie damals, auch die Mongolen nicht mehr, dann ist natürlich der weiße Mann die perfekte Projektionsfläche für den Hass und für alle Abrechnungen in der Geschichte. Alles hätte nur er Böses gestiftet auf der Welt. Der Kolonialismus hat eigentlich natürlich sehr viel kaputt gemacht in der islamischen Welt. Kein Mensch kann das verleugnen. Also Länder wurden heruntergewirtschaftet, Menschen wurden unterdrückt. Und das lastet auf der Seele vieler Muslime heute. Genauso wie es auf der Seele vieler Afrikaner und vieler Inder lastet. Kolonialismus ist kein schönes Erlebnis. Aber der Kolonialismus hat auch eine Menge an Fortschritt in die islamische Welt gebracht. Nachdem die islamische Welt sich in die Isolation zurückgezogen hat, nachdem die Osmanen, die Türken, die Kontrolle über die islamische Welt erlangt hatten, haben die Osmanen einen riesigen Fehler gemacht. Es gab in Deutschland eine wunderbare Erfindung, die die Welt verändert hatte, der Buchdruck im 15. Jahrhundert. Das hat eine Wissensrevolution auf der ganzen Welt in Gang gesetzt, aber nicht in der islamischen Welt, weil die Osmanen diese Erfindung abgelehnt hatten, weil sie Angst hatten, der Koran konnte dadurch verfälscht werden und vervielfacht werden, in Umlauf gebracht werden, und so konnten die Religionsgelehrten die Macht über die Religion verlieren. Und hier sieht man schon die Mentalität, die Fortschritt macht, und die Mentalität, die Rückschritt macht. Im Mittelalter gab es eine Mentalität in der arabischen Welt, die sagt, Neugierde, Übersetzung, Philosophie, ein bisschen mehr Kritik wagen, sogar mehr Religionskritik wagen. Zusammenarbeit der Völker, kein Misstrauen gegenüber Juden und Christen, nur weil sie Juden und Christen sind. Und dann die Mentalität der Abschottung, des Misstrauens gegenüber dem anderen, gegenüber dem Wissen, gegenüber Errungenschaften der Moderne. Das ist der Grund, warum die islamische Welt nicht den Anschluss gefunden hat. Weil man sich verabschiedet hatte vom Wissen der anderen. Weil man die Menschen nach Religionen unterteilt hat. Und so kam das Wissen nicht in die islamische Welt. Erst mit Napoleon kam die erste Druckmaschine nach Kairo. Eigentlich, die Druckmaschine schaffte es nicht nach Kairo, die kam nach Alexandrien am Hafen. Aber die Religionsgelehrten hatten die Druckmaschine auf dem Boden zertrümmert. Und die haben den Buchdruck damals, die Druckmaschine haben sie damals Teufelsmaschine genannt. Weil die wollten die Kontrolle nicht aus der Hand lassen. Deshalb kam es zum Rückschritt. Schon 1929 in Kairo gab es keine Übersetzung von Kant oder Voltaire oder Nietzsche oder Tolstoi oder Balzac oder Hugo. Aber es gab eine Übersetzung der gefälschten Protokolle der Weisen von Zion, ein antisemitisches Werk. Und da sieht man schon,
im Mittelalter, da hat man Pythagoras und Aristoteles und Platon und Plotin übersetzt. Da hat man Bücher über Chemie und über Medizin übersetzt. Aber da war man interessiert daran, Bücher zu übersetzen, die Hass schürten gegen die anderen. Heute, wenn man in Kairo mal auf der Straße läuft und schaut, wo sind die Bücher, die Bestseller sind? Da gibt es immer zwei Bücher, die Dauerbestseller sind. Die Qualen der Hölle, also eine Beschreibung mit Bildern, als gäbe es jemand gewesen, der mal in der Hölle war und Bilder mit Zeichnungen, die Qualen der Hölle und Mein Kampf von Adolf Hitler. Ja, das sagt alles. Solche Bücher gibt es. Wenn man sie mit den Büchern vom 9. Jahrhundert in Bagdad vergleicht, das staunt man. Normalerweise sollte man ja vorwärts gehen und nicht rückwärts. Und das ist eigentlich eine Abmahnung auch an Europa. Der Fortschritt ist nicht Gott gegeben, weil es keinen Gott gibt. Der Fortschritt hat Mechanismen und es gibt Elemente, die verteidigt werden müssen. Die Freiheit ist der wichtigste Element des Fortschritts. Ohne Freiheit gibt es keinen Fortschritt. Da konnte jemand aufstehen und sagen, ja, aber in China gibt es auch einen Fortschritt ohne Freiheit. Ich sehe keinen Fortschritt in China. Fortschritt erhebt den Menschen in den Mittelpunkt. Nicht das System, nicht die Religion, nicht die Kultur, nicht irgendetwas. Der Fortschritt bedeutet die Freiheit des Individuums. Der Fortschritt bedeutet, wie gehen wir mit Frauen um, wie gehen wir mit Minderheiten um und wie gehen wir mit dem Individuum, wie geben wir dem Individuum das Potenzial, sich selbst zu entfalten. Das ist Fortschritt. Und nicht, dass ich so und so viele Kameras oder Maschinen oder Kinderspielzeug in die Welt verkaufe. Taiwan ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für Freiheit. Für Fortschritt und Freiheit. Und deshalb ist Taiwan auch umkämpft. Taiwan hat diese Mischung, diese seltsame Mischung geschaffen. Die östliche Kultur weit zu bewahren und gleichzeitig auch dem westlichen Geist sich zuzuwenden und zu öffnen. Für die Freiheit des Individuums auch sich stark zu machen. Europa kann lernen aus der Geschichte der islamischen Welt. Sehr viel. Es gab im Mittelalter auch eine multiethnische, multikulturelle, multireligiöse Welt, die im 9. Jahrhundert in Bagdad einmalig war. So etwas gab es in dieser Komplexität und dieser auch Toleranz nicht. Nicht im Römischen Reich und nicht in Europa. Aber damals war die Freiheit, die Akzeptanz der Vielfalt, die Neugierde, das Wissen, die Übersetzung. Aber, das wäre auch sehr wichtig, die Loyalität zum Gemeinwesen. Nicht, dass jede Minderheit versucht, das Gemeinwesen zu zerspringen und auszunutzen, für die eigenen, um die eigene Machtstrukturen aufzubauen. Minderheitenschutz ist sehr wichtig, aber Minderheitenverehrung? Nein. Minderheitenkult? Ethnofetischismus? Nein. Das schafft keine Vielfalt. Das schafft nur Spaltung. Schafft nur Spannung in der Gesellschaft und schadet. Es gab eine gewisse Freiheit im Mittelalter,
in Bagdad und Cordoba. Aber dann bald kam die islamische Cancel Culture und die islamische Political Correctness und die islamische moralische Überlegenheit. Und diese Tendenzen gibt es auch in Europa von mehreren Gruppen, nicht nur von Islamisten. Auch von den Linken, auch von den Rechten. Gibt es diese Anspruchsmentalität, nur meine Sicht der Dinge ist richtig und alles andere ist falsch. Ich darf nur existieren, aber Migranten müssen raus oder die Rechten müssen raus oder die müssen raus. Nur, jede Gruppe will nur sich selbst zur Geltung bringen, Machtstrukturen erobern und keiner verteidigt das Gemeinsame. Keiner spricht von einem gemeinsamen Nenner, wo wir alle miteinander leben können, ohne einander zu canceln. Jeder Mensch, der Muslime daran hindern will, zu beten oder ihre Rituale durchzuführen, ist ein Feind der Demokratie und ein Feind des Zusammenlebens. Jeder Mensch aber, der Islamkritik verteufelt und mit Rassismus gleichsetzt, tut genau dasselbe. Es müssen beide geben. Und jede Position muss gehört werden. Und keiner darf sich moralisch überheben über den anderen und sagen, ich bin besser. Ich habe kritische Positionen gegenüber dem Islam und auch den Islamisten. Aber ich sage niemals, ich bin besser als Muslime. Wer bin ich? Ich bin nur ein Mensch mit einer Meinung. Ich will nicht verhindern, dass ein Moslem hierher kommt und sagt, das ist auch meine Meinung und hören Sie meine Meinung. Ich hoffe, dass Sie das respektvoll machen und nicht, dass ich mit Worten Menschen bewerfe und Sie mich mit Kugeln. Europa kann aus der Zeit in Bagdad lernen, wie eine multikulturelle Gesellschaft funktioniert, aber die kann auch lernen daraus, wie diese Hochkultur den Faden verloren hatte, die Kontrolle verloren hatte und weder Mehrheiten noch Minderheiten schützen konnte. Identitätspolitik hilft uns nicht weiter, Cancel Culture hilft uns nicht weiter, Rechtsradikalismus hilft uns nicht weiter, Linksextremismus hilft uns nicht weiter. Was uns weiterhilft, ist der Glaube an die Freiheit. Und ich habe den Eindruck, der Begriff Freiheit spielt immer eine wenige Rolle für viele Menschen als früher. Jetzt sind viele Menschen eher durch die Angst mehr zu aktivieren, als durch die Begeisterung für die Freiheit. Aber die Freiheit ist der Motor für den Fortschritt. Und Europa muss da aufpassen. Ich habe eine Menge zu sagen, aber vielleicht holen wir das nach, wenn einige Fragen aus euch machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.